Herzlich willkommen zu einem neuen Video. René hinter der Kamera und ich sind weiterhin im wunderschönen südlichsten Baden-Württemberg in Friedrichshafen unterwegs. Und heute sind wir nämlich bei der Firma Pogea Racing. Ihr werdet euch jetzt alle fragen, was machen wir hier? Aber das wird uns Eduard gleich sagen, weil Pogea Racing gibt es schon Ewigkeiten. Also seitdem ich Tuning betreibe, kenne ich Pogea Racing. Und Pogea Racing hat nämlich auch diese ganz krassen Abarths gebaut. Das heißt, wir kriegen heute mal ein bisschen Abarth-Technik. Aber ich kann euch so viel schon mal sagen, das ist nicht alles. Weil mittlerweile geht hier bei Pogea Racing auf jeden Fall noch deutlich mehr. Und ich denke mal auch, so wie ich Eduard kennengelernt habe, jeder, der ihn kennt, weiß, wie er ist. Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend, witzig und informativ. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Und man kann sich mittlerweile aussuchen, ob BMW, Porsche, Abarth, Alpha, T5 Pralinen mit 400.000 Kilometer mittlerweile. Unser Langstreckenbomber. Grüß Gott, Eduard! Ich habe lauter Facebook-Posts gelesen, dass du unbedingt hierher kommen musst. War tatsächlich, ich bin noch nicht zu krass auf die Thematik eingegangen. Ich habe nur gesagt, dass du Tuning wirklich schon so lange machst, wie ich auch denken kann. Also du machst wahrscheinlich Tuning länger, als ich denken kann. Bist ja auch ein bisschen älter. Aber auf jeden Fall, ich habe es auch gelesen, in dieser Arbeitsszene bist du ja schon, ich sag jetzt mal einfach schon, auf jeden Fall mit deinen Umbauten oben angekommen. Kann man ja schon so sagen. Wenn man sich jetzt die ganze Zeit nimmt, die du jetzt schon in dein Projekt investierst, dann sehe ich natürlich blass dagegen aus. Ja, aber das habe ich auch schon ein paar Sachen immer verteidigt, weil das ist halt leider das Internetzeitalter. Deine Arbeits hatten auch irgendwas um die 400 PS immer? Ja. So. Nein, nicht immer, ein paar von denen. Die größten Schuhe. So, jetzt ist aber bei mir so, ich sag das jetzt einfach mal so, scheiß auf alles. Ich habe gleich gesagt, ich möchte das Auto nur für die Rennstrecke bauen. Mhm. Du stehst mit deinem Namen hinter, mit der Firma hinter. Das Ganze ist zugelassen. Ja. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das ist ungefähr so, wie als wenn ich im Audi-Tuner sagen würde, bau mal die Limo nach. Funktioniert halt auch nicht. Deswegen, das sind einfach zwei Paar Schuhe, wo ich dann auch immer gleich gesagt habe im Internet, ey, ihr könnt mich A und B vergleichen, weil das passt so gar nicht. Das ist halt einfach so. Ja, aber trotzdem muss man einfach die Anerkennung und den Respekt einfach nehmen, den du, wie gesagt, in diese Zeit hinein investierst. Und wir sind halt an 1 Million Regularien gebunden, können gewisse Dinge einfach nur eingeschränkt, limitiert und anbieten, weil du hast auch keine Lust, mit so einer Karre, wie wir sie dann bauen, eben von den Sheriffs aufgehalten zu werden. Und bei dir ist halt gescheckelte Fahne, du fährst dann durch. Nur ballern, ganzen Tag ballern. Du sagst Regularien. Wir sehen hier BMW, Porsche, aber okay, und ein bisschen Alpha. Eigentlich wollten wir uns auf dem Flugplatz treffen, weil du hattest mit diesen ganzen Fahrzeugen etwas vor. So, da gehen wir allerdings später auch ein, würde ich sagen. Wenn wir dann passend bei euch hier in der Firma. Ich dachte, wir machen jetzt erstmal Arbeit. Ja. Wir machen erstmal ein Stückchenweise, aber ihr erinnert euch auf jeden Fall an diese Palette an Autos, die hier steht. Eigentlich wären wir auf dem Flugplatz gewesen, aber da gibt es eine Geschichte zu, kannte ich so auch noch nicht. Ja, das kannte ich so tatsächlich auch noch nicht. Wann hast du angefangen? Wie lange gibt es die schon? 1997 haben wir angefangen. Okay, also 97 konnte ich schon denken, aber ich konnte zumindest nicht über das Tuning nachdenken. Ich in dem Fall habe angefangen an Audi RS2 zu arbeiten. Das war eigentlich so die 5-Zylinder 20 V Turbo war, womit ich 1997 angefangen habe. Und damals ganz fern von dem, was heute so abgeht, damals gab es kein Forum, wo du dir runterlädst und einfach installierst, sondern du hast jemand gebraucht, wo dir tatsächlich ein Forum selbst programmiert. Das hat damals eben mein Bruder für mich gemacht. Wir haben damals die rs2.com eröffnet. Die Domain gehört mir heute noch, aber verwenden tue ich die, glaube ich, als Umleitung für unsere Firma. Und meine Kernaufgabe war damals tatsächlich das Revidieren von RS2-Motoren und Leistungssteigerungen damals in sportlichen, wenn du da mal 424 PS rausgeholt hast, dann warst du schon richtig happy. Da habe ich auf jeden Fall jetzt direkt schon mal wieder was gelernt, weil das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich hätte niemals gedacht, dass du damals in dieser 5-Zylinder-Zeit so unterwegs warst. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Da hat es eigentlich angefangen. Also im Grunde genommen gibt es eine ganz lustige Geschichte eigentlich dazu, wie ich überhaupt mir gedacht habe, komm, ich möchte das jetzt machen. Neben meiner beruflichen Ausbildung, also ich habe ursprünglich eigentlich mal als Industrielackierer angefangen, bei Mercedes-Benz mit einer Ausbildung, / Evobus, bin dann zum Kfz-Mechaniker über und dann die ganze weitere Schulbildung bis Meister, Diplom-Ingenieur und so weiter. Bachelor of Science darf man ja, der Diplom-Ingenieur gehört ja hier der deutschen Fachhochschule, das habe ich ja nicht, hat man mir so gesagt. War das halt ganz einfach so, dass ich mit einem Audi RS2 als 18-Jähriger, den ich zu dem damaligen Zeitpunkt einfach von einer Versicherung aufgekauft habe, der als sozusagen Motorschaden, Unfall, Diebstahlschaden in Italien stand, der aber als Audi 80 verkauft wurde. Das Auto lief nicht, hat seine Mängel gehabt, ich hatte davon keinen großartigen Schimmer, also habe ich das Auto genommen und logischerweise stellst du das zu Audi. Die haben mich angeguckt, ja, das ist kein Audi, das ist ein Porsche, sondern zum Porsche-Zentrum.
Ich sage, es ist ein Audi-Ringe dran. Ja, wir hatten die Diagnosesysteme und so weiter nicht. Sportlich in 18 Jahren läufst du dann praktisch dahin zum Porsche-Zentrum und der sucht den Porsche und findet ihn nicht. Und dann sage ich, da. Dann sagt er, das ist ein Audi, damit soll ich zu Audi. Und dann war eigentlich wirklich, genau diese kleine Geschichte war dann eigentlich die Idee so, wie geht es eigentlich den anderen RS2-Fahrern? Und dann hatte ich so richtig schick so eine Garage zum Hochklappen, alles zerlegt, Motor zerlegt, von allem möglichen befreit, Zylinderkopf zerlegt und das, was so ein Kfz-Ler dann halt alles macht, und habe das Auto komplett revidiert und hergegeben. Dann wurde das Forum gegründet, RS2.com, und es ging sehr, sehr schnell los, dass einfach Leute aus aller Welt mit RS2, S2, S2 Limousine, 15er, 20 V-Turbo, 220 V-Turbo, also von 3B, ABY, ADU Motoren, war alles präsent. 97, jetzt muss ich erstmal einmal kurz erklären, RS2 für die Nicht-Audi-Freaks, das ist das Auto, was damals Audi zusammen mit Porsche gebaut hat. Das heißt, es war ein Porsche-Spiegel dran, so ein bisschen Porsche-Ansaugbrücke, Lochkreis von Porsche damals. Die wahre Geschichte dahinter ist tatsächlich nicht, dass das in Zusammenarbeit mit Porsche gebaut wurde. Hintergrund ist, Porsche ging es zu der damaligen Zeit extrem schlecht, 1993, 94, sodass die gezwungen waren, zwei Fahrzeugtypen, und viele wissen das vielleicht auch nicht, in denen ihre Produktionslinie mit aufzunehmen. Mhm. Und dabei gibt es den P1, den Audi RS2, und was viele gar nicht wissen, das ist der Mercedes-Benz E500, wurde auch bei Porsche gebaut. Da habe ich gleich die zweite Sache gelernt heute. Und, hat sich die Reise aber schon mal gelohnt. Tatsächlich ist es dann so. Der 500er wurde auf der Porsche gebaut? Der E500 ist eine Arbeitsgemeinschaft zwischen Mercedes-Benz und Porsche. Das kommen wir, gehen wir gucken. Aber ich habe rausgehört, dass ihr eigentlich wirklich über Jahre schon immer komplette Umbauten macht. Also wir reden nicht davon, einfach nur mal kurz einen Ladeluftkühler reinschmeißen, eine Software drauf oder so, sondern schon wirklich von vorne bis hinten Lackfelgen, Interieur, Fahrwerk. Ja, letztendlich ist es natürlich, was der Kunde wünscht ist. So, und du musst für jeden Kunden, musst du ihm einfach die Möglichkeit geben, da konsequent sportlich und halt einfach seine Freude zu, du musst ihm die Möglichkeit geben, die Freude zu generieren. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich möchte ein Chip-Tuning, dann sind wir aufgrund der sehr umfangreichen Entwicklung, die unser Unternehmen einfach in diesem Vierteljahrhundert mitgemacht hat, in der Lage, völlig egal, für was du dein Chip-Tuning brauchst, ob du jetzt mit einem, was weiß ich, mit einem Skoda kommst, mit einem Seat, wo ich einfach die VAG-Erfahrung aus den letzten 25 Jahren mitbringe, oder ob du jetzt mit einem Italiener kommst, Maserati, was weiß ich was, oder Rolls-Royce. Wir bedienen tatsächlich, übertrieben gesagt, vom Dreizylinder. Es ist fies jetzt zu sagen, im Dreizylinder sagen wir mal Toyota Yaris, aber in dem Fall gibt es ja auch Dreizylinder Fiat. Also vom Dreizylinder bis zum übertrieben gesagt stärksten Fahrzeug, was wir hier hatten, war jetzt kein Zwölfzylinder, aber Zwölfzylinder Biturbo bieten wir natürlich komplett Leistungssteigerungen an. Wir bieten Abgasanlagen an, wobei sich bei den Abgasanlagen bei uns signifikant aus gesetzlichen Gründen natürlich was geändert hat. Wir haben eine Exportherstellung, die sich hauptsächlich für den Export platziert hat. Wir haben aber primär und einfach für unseren europäischen Markt nur legale Abgassysteme. Also ich lege extrem größten Wert darauf, dass alles, was wir machen, immer legal ist, und zwar nicht durch irgendeinen TÜV-Prüfer eingetragen, hey Kumpel, ich habe dich hier mal 12 Euro, sondern tatsächlich, ich möchte für jedes Produkt, was hier rausgeht, eine EG-Typengenehmigung haben, und noch mehr, da ich auch mit den Behörden zusammenarbeite, eigentlich im Interesse der Leute wie uns Tuner, dass wir sagen können, hey, pass auf, Polizei, das macht ihr hier nicht richtig, das ist der richtige Weg. Funktioniert das auch, diese Zusammenarbeit ist auch toll. Genau aus dem Grund würde ich es mir nicht erlauben, ein System rauszubringen, wo du deinen Yaris, Fiat 500, was weiß ich was, irgendwo abstellst, mit der EG-Typengenehmigung winkst, aber dann trotzdem Probleme bekommst. Das, wenn das Standgeräusch bei uns, übertrieben gesagt, in deinen Fahrzeugpapieren mit 85 eingetragen ist, dann ist meine Aufgabe, und das habe ich mir einfach als absolute Priorität, Zielsetzung gemacht, dass wir dieses Geräusch, Potenzial, was das Fahrzeug vom Fahrzeugschein her bringt, unterbieten. Das bedeutet, kaufst du eine Pugea-Anlage, ist die im geschlossenen Zustand üblicherweise, insofern uns das gelingt, immer deutlich leiser als in der Serie. So hast du einmal flüsterleise, Tesla-mäßig, oder du hast richtige Randale. Okay, das heißt, wir fassen zusammen, VW Audi, Italiener und Abgasanlagenbau und Lackierung Carbon, eigentlich macht ihr, kann man schon sagen, fast alles. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Letzte Frage, VW Audi oder Italiener, was ist der coolere Markt? Was macht dir mehr Spaß oder hat dir mehr Spaß gemacht? Von den,
Also ganz ehrlich, von den Klientel und von den Emotionen her, und ich denke, das bindet dich ja auch irgendwo, und ich glaube, das geben auch deine Zuschauer, geben das auch wieder zurück. Ich kann nie nachvollziehen, wie viel Herz und wie viel Emotionen ein Eigentümer eines italienischen Fahrzeuges bereit ist, da rein zu investieren. Also meine krasseste Geschichte war einfach unser erster Abarth, den wir getuned haben. Also nicht der allererste, weil den habe ich eigentlich nur aus der Apache geholfen, aber den ersten Abarth, den ich aus eigener Regie getuned habe, das war ein Ferrari Dealers Edition. Der Kunde hatte kein Problem damit, den Fahrzeugwert zu verzweifachen, zu verdreifachen, was auch immer, und in Tuning zu stecken. Und alle meine Kollegen, alle in der Branche sagten mir, ah, Pogia, spinnst du eigentlich, Digga, tickst du nicht mehr ganz richtig, du machst da so Fiat-Kisten, da verdienst du doch nichts und das kannst du doch nicht machen und wie willst du denn davon überleben? Genau deshalb kannst du überleben, weil diese Community an italienischen Fahrzeuginhabern, und der muss dafür nicht zwangsläufig ein Italiener sein, du fährst einfach eine italienische Marke. Und bei denen ist es so einfach so eine Kultur, ist es so eingefleischt. Der witzigste Satz war ja, das ist ein Alpha, da musst du erstmal was tun. Und das war mir nicht so ganz, als Mercedes-Fahrer ist es für mich so, denkst du so, ich kaufe mir jetzt ein Auto, muss erstmal was tun. Und das ist bei immer so. Du hast ein Alpha 4C, das Auto hat zwischen 50 und 60.000 Euro gekostet. Die Leute haben kein Problem gehabt, nochmal 60.000 mit auszugeben. Beim Abarth, die Autos gingen dann so um die 2010, gingen so für 16.000, 17.000 rum. Und da gab es Leute, die haben 20.000, 30.000 Euro mitgebracht und wollten einfach was Besonderes haben. Auch bei den Ferraris. Man meint es nicht. Du hast ein Auto, da zahlst du schon mal 200.000, 300.000 Euro für ein, was weiß ich, 458, 488. Und die bringen dann nochmal 200.000 Euro mit. Und so muss ich tatsächlich sagen, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einem Porsche-Fahrer oder mit einem Mercedes-Fahrer vergleiche, der Mercedes-Fahrer und der Porsche-Fahrer ist viel konservativer, viel zurückhaltender, weil er zunächst denkt, ich warte jetzt erstmal, was meine Garantie tut. Und Tuning ist halt eine Herzenssache. Du kommst zu einem Tuner, du möchtest bei diesem Tuner, du musst dem vertrauen. Derjenige, der mir sein Auto bringt, der muss mir vertrauen. Und entsprechend dieses Vertrauens entsteht natürlich auch eine gewisse Bindung zu uns. Und diese gewisse Bindung ist eigentlich das Allerwichtigste zwischen jemandem wie mir und der, dem das Auto gehört. Weil der, dem das Auto gehört, der hat viel Geld dafür ausgegeben und ich muss sein Eigentum wertschätzen. Das habe ich aber in der Abarth-Szene tatsächlich auch sofort beobachtet, dass da relativ wenig junge Leute auch unterwegs sind. Also jung muss ich jetzt definieren. Jung heißt jetzt für mich 18 oder 20 Jahre, sondern die Abarth-Fahrer schon tendenziell Mitte 20 und älter werden. Es ist jetzt nicht so. Ist jetzt jemand jung, dass er von 18 bis 20? Ja. Ich finde, die Abarth-Fahrer sind schon alle ein bisschen geerdeter und schon so ein bisschen im Leben angekommen. Und nicht so erstes Auto, auch nicht zweites Auto, sondern die kaufen sich alle das Auto, nicht weil sie sich kein anderes Auto leisten können, sondern weil sie genau Bock auf diesen Abarth haben. Das ist der Grund, warum die sich so einen Abarth kaufen. Beim Abarth ist es tatsächlich, mein Problem ist, ich kann jetzt nicht sagen, wie ist das mit dem Opel Corsa oder mit dem sonst was, weil ich erlebe die Abarth-Kultur. Und ich kann tatsächlich sagen, dass der Abarth-Fahrer ist so unfassbar durchwachsen, aber ich gebe dir auch recht, die Kunden, die bei uns Fahrzeuge intensiv haben umbauen lassen, die wollten das als Geschenk für ihre Frau. Also ich nehme jetzt einfach, jetzt mal ganz krass, also ich habe hier zum Beispiel, wir haben Herkules, jetzt zwischenzeitlich bauen wir Herkules 5. Dieses Auto ist auch ein Geschenk. Also Herkules 1, den wir gebaut haben, den hat sich eine Frau selber zusammen konfiguriert bei uns. Die ist sehr aktiv auch in Social Media und ihr ist ihr Auto eigentlich sehr wichtig. Und das beobachtest du bei Männlein und Weiblein in der Abarth-Szene extrem stark. Also du bist nicht, weil du jetzt der Kerl bist, ein Abarth-Fahrer, bist du jetzt nicht so, der Typ konnte sich nichts anderes leisten, deshalb hat er sich ein Abarth gekauft. Im Gegenteil, meistens sind die Leute tatsächlich die sich das ganze Konzept schon sehr, sehr stark und sehr intensiv ausgedacht haben. Und deshalb weiß ich diese Menschen auch sehr wertzuschätzen. Und das Krasseste ist, auch wenn man jetzt mal so Sendungen anguckt, wo du jetzt unterwegs bist, wie zum Beispiel Grip, da wurden auch Frauen vorgestellt. Einfach, du merkst dann so, ihr Mann steht daneben und wenn sie sich entscheiden müsste, würde sie dann doch den Abarth nehmen. So Leute sind es. Und das ist
Daher sage ich es, ich kann es leider nicht durch das, dass ich so stark einfach in der italienischen Szene unterwegs bin, wäre jetzt einfach vermessen von mir zu sagen, so bei den Opels ist es nicht so, weil jetzt würde der erste Opel-Fahrer gleich aufschreien und sagen, so jetzt ist doch bei uns genauso. Ja, also da muss ich wirklich sagen, also da wurde ich in der Ava-Szene auch extrem herzlich aufgenommen und positiv, wo es hingegen in der, weil ich habe ja so zwei Szenen vermischt, einmal Arbeit und einmal Rennsport, was ja schon eigentlich konträr ist, weil es einmal Arbeit und einmal Rennsport. Und in der Rennsport-Szene, die sind immer so, die sehen erstmal alles so kritisch, das kann nicht sein, das wird am Ende nicht funktionieren. So, ne? Und das war eher so die Rennsport-Szene, das ist aber bei jedem Auto so, das hat jetzt nichts mit der Arbeit zu tun. Und dann kommt die Arbeit-Szene, die es einfach nur geil fand. Die fanden dann alle wirklich, komm, mach. Das ist das, was viele einfach nicht verstehen. Jetzt hast du die ganze Zeit schon ein paar Begriffe gesagt, Herkules. Das heißt, du gibst deine Autos den verschiedenen Ausbaustufen, die bekommen immer Namen. Die Geschichten waren eigentlich immer ganz witzig, weil wir haben uns irgendwie an der griechischen Mythologie immer festgehalten. Angefangen hat es tatsächlich, ich muss mal überlegen, die RS2s hatten von uns keine Namen, aber ich habe Eva, meine Ehefrau und die Geschäftsführerin hier, die habe ich kennengelernt über die TT-Szene. Und wir haben ihr dann praktisch einen Monster Audi TT gebaut und den hatten wir dann Callisto genannt. Das ist ein Sternenbild. Und dann haben wir gleichzeitig aber einen E55 AMG mit einer CLS-Nase umgebaut. Den sieht man da hinten auch irgendwo, da unten links, siehst mal. Und den haben wir damals auf der Essener Motorshow ausgestellt, wo die Essener Motorshow noch so, boah, das war noch so roter Teppich, VDAT und das ganze Zeug, das war noch so. Wir waren woanders, wo ACR-Kartons durch die Gegend getragen wurden mit Subwoofer und GFK-Stoßstangen. Gab es damals auch. Auf jeden Fall haben wir da eben erstmals unseren TTRS vorgestellt, bevor es damals überhaupt einen TTRS gab. Und ein Jahr drauf waren wir eben mit dem Callisto und dem Cassiopeia. Cassiopeia auch ein Sternenbild. Und dann haben wir gedacht, okay, die Projekte limitieren wir und die Projekte kriegen Namen. So gab es Herkules, Ares, so gab es im Grunde genommen Centurion von Centauria, so gab es Zeus, so gab es Nemesis. Diese ganzen Namen sind eigentlich immer nur auf eine limitierte Serie gedacht. Wobei manche gab es nur einmal, wie zum Beispiel Cassiopeia gab es nur einmal in diesem Hellblau und Callisto gab es auch nur einmal in dem Hellblau. Herkules ist das einzige Produkt, was wir unlimited machen. Also eigentlich wollten wir den auch auf 5 Stück limitieren. Wir sind bei 5, es ist nach wie vor so, dass die Leute das Auto tatsächlich noch wollen, weil das eben ein Euro 6 Fahrzeug ist, welcher 100%ig legal ist. Und dann haben wir gesagt, okay, beim Herkules machen wir es nicht mehr limitiert. Wenn Herkules 271 kommt, dann bauen wir. Wir können ja mal Folgendes machen. Und zwar, ich bin nämlich ganz schlecht darin, meinem Projekt einen Namen zu geben. Du kannst dir ja mal, wenn wir nach Hause fahren, kannst du dir mal für meine Arbeit mal einen Namen überlegen, wie du den taufen willst. Was ich dich immer mal fragen wollte, das habe ich mir heute auch den ganzen Tag verkniffen, wofür steht Alux? Ja, das ist eine ganz beliebte Frage, das kommt irgendwann mal. Wollen wir jetzt in die Werkstatt oder? Ja, nee, Werkstatt, jetzt in die Werkstatt. Du musst dir einen Namen überlegen auf jeden Fall, ich bin nämlich gespannt, vielleicht kommt da was Geiles. Warum? Mir fehlen tatsächlich immer Namen für die Projekte. Spettacolo. Da steht schon dran. Das spektakuläre Arbeit. Das ist der besagte Ares. Das Ares Nummer 3 ist für uns so im Großen und Ganzen tatsächlich was ganz, ganz arg Besonderes. Nicht nur im Zusammenhang einfach mit dem Auto selbst, sondern weil bei diesem speziellen Fahrzeug aus einem Kunden ein extrem enger Freund geworden ist. Also ich schätze einfach die Person, die Persönlichkeit hinter diesem Projekt mehr wie das ganze Projekt es ist daraus einfach ein Mensch in mein Leben gekommen, den ich nicht mehr missen möchte. Das ist eigentlich, was ich hier zu sagen will. Das ist jetzt von euch aber die größte Ausbaustufe. Tatsächlich ist es die größte Ausbaustufe. Bei diesem Fahrzeug ist es halt so, dass geprüft wurde das Fahrzeug mit, glaube ich, 247 kW. Ich weiß es gar nicht auswendig. Ich glaube, das waren die 404 PS, die besagten. Fahren tust du das Auto mit dem Leistungsprozent. Das fährst du nicht. Ich weiß, und das ist das, wo ich eigentlich auch erwähnen möchte, das, was du tust, davor habe ich die absolut größte Anerkennung. Insbesondere dich in so einer Karre reinzusitzen und dann solche Zeiten auf dem Bilzer Berg zu fahren, ist für mich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin ich auch nicht.
Ich bin für so ein Auto nicht geeignet. Also wir fahren hier aktuell 1,75 Bar auf einem Garrett GTX-Lader. Und der hat jetzt 425 Newtonmeter. Leistungstechnisch wird er sich bei 360, 50 einpendeln. Und es ist asozial. Also ganz ehrlich, immer Leute, ja, jetzt kommen wieder die Kommentare, das kann ich gar nicht fahren, das hebt gar nicht, das fällt alles auseinander. Ja, schreibt sie weiter. Ich habe in dem Post in Facebook habe ich geschrieben, 60.000 Kilometer, nahezu nur Rennstrecke in China mit Ares 000. Eine Einspritzdüse ist kaputt gegangen, mehrere Ölwechsel wurden gemacht, ganz normaler Service. Nichts in irgendeiner Form, was kaputt gegangen ist. Das Auto lief zuverlässig. Und ich kann aus meiner Perspektive sagen, dass ein Fahrzeug wie dieses, mit, egal ob er jetzt fully loaded ist mit Hi-Fi, mit Dämmung, mit einer geilen Innenausstattung, mit schweren Recaro A8 Sitzen, die 20 Jahre alt sind und Carbon gemacht, auch wenn das hier Carbon ist, ist es nicht unbedingt oder zwangsläufig, ist es eine Kamera alt. Achso, der Kamera da. Wenn die Kamera ist ausgegangen. Ist egal. Also auch wenn, sehe ich ja das rote Lämpchen auch, und weiß, dass sie nicht ausgegangen ist. Auch wenn das komplett Carbon fully loaded ist, bedeutet das auch, und das ist sehr wichtig für den Zuschauer, dass es aus optischen Gründen die Gewichtsreduktion, wie sie jetzt bei dir so eine riesengroße Rolle im Fokus steht, dass du mich am Sonntag hier Sachen auf die Waage stellen lässt, die hat dieses Auto nicht. Aber nicht, dass die Leute jetzt denken, dass ich vielleicht zufälligerweise wegen Carbon-Teilen für eine Arbeit hier bin, ne? Nicht, dass das noch, das dürfen wir noch gar nicht verraten hier, dass ihr Carbon-Teil für ein Arbeit habt, ne? Nein. Okay, also ist ja alles Carbon. Carbon, 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 Carbon. Wie viel breiter ist der? Insgesamt 88 mm. Also du musst es dir einfach systematisch so vorstellen, du hast jetzt auf der Vorderachse und auf der Hinterachse einfach mal ET0. Mhm. Und der steht ja jetzt innen, mit ET0 steht er ja eigentlich noch innen. Das ist eine 7,5 oder eine 8? Das ist eine 8x18. ET0 vorne und hinten. Original ist ja ET38. Aber auf einer 7er Felge sogar. 7 oder 7,5, ich weiß es auch nicht. Ja. Es ist aber abhängig, glaube ich, von der Felge. Da wurde, das, die wurde 7,5x17 ET. Du stehst jetzt übertrieben gesagt auf dem Centerpunkt. Insgesamt sind es 44 mm, die das jetzt praktisch ausmachen. Du kannst, und das ist sehr wichtig zu sagen, du kannst nicht weiter raus. Also ich kann nicht weiter raus. Was du an deinem Auto rumschnippelst, weiß ich nicht. Denn wenn ich noch weiter rausgehen würde und einlenken würde, dann fängt er dann praktisch mit der Spurverbreiterung, in, ne? da stehst du an. Dann ist hier ist absolut grenzwertig Ende. Absolut mehr geht nicht. Aber das heißt eventuell, das muss ich noch mal ausmessen, hätte ich hiermit die Möglichkeit, noch ein bisschen breiter zu werden. Bei mir fehlt noch ein bisschen die Spurbreite. Ich weiß ja nicht, was für eine Felge du fährst. Neuner. Du fährst eine 9er. 18, oder? 17. 17, 12. Wegen den Semi-Slicks. Ja. Ich fahre richtige Slicks, 240er. Da sind wir auch dem Punkt, wo du gerade meintest, vollsten Respekt, dass ich mich in die Kiste reinsetze. Ich schwöre dir, wenn du damit fahren würdest, würdest du sagen, das Ding fährt erstaunlich sicher, weil das musste ich erstmal lernen. Im Rennsport ist es ganz schwierig, diese Kompromisse zu bauen. Du kannst entweder ein Auto bauen, was extrem sicher fährt, dazu zählt dann ein Sitz, wo man reinfällt, ja, ein Käfig, die Sitzposition und so weiter, mhm, oder man baut halt ein Straßenauto. Das sind jetzt so zwei. Und genau das sage ich dir. Also wir müssen das Auto, wir haben uns einfach an alle möglichen Situationen, Gesetze, Richtlinien zu halten. Ich kann nicht hier ein Auto für die Straße bauen, wo übertrieben gesagt, nein, der Kunde nach 1000 Kilometer kommt und sagt, Digga, ich brauche neue Reifen. Ich meine, das ist cool, dann kauft er alle 1000 Kilometer neue Reifen. Das funktioniert ja nicht so. Aus dem Grund muss eine konservative Achsvermessung gemacht werden. Alles muss sicher gebaut werden. Fahrzeughöhe muss TÜV-Normen entsprechen. Hier hast du ganz viele Regularien. Und das aber ist gleichzeitig ein Hindernis, dass ich das Auto so bauen könnte, dass auch ich mich drin sicher fühle. Weil ich sage ganz einfach, hier die Leistung, und das ist sehr wichtig, und das möchte ich einfach auch mal den Zuschauern sagen, ob du hier 300 PS oder 400 PS hast, juckt keine Sau. Es ist einfach, wenn du hier 400, 420 Newtonmeter fährst und irgendwann mal kickst du halt den Baseball-Kick einfach in den Nacken, macht es keinen Spaß mehr. Bei dem ist es so, du musst die ganze Zeit irgendwo hinlenken, dann musst du schnell schalten, weil einfach sobald das Ding kommt, dann bist du nur noch ganz schnell am, das ist kein Spaß irgendwie. Seid ihr mit dem Ding mal Zeiten gefahren? So 102 oder was? Nee. Fährt sowas? Nee. Aber wird wahrscheinlich auch so 7-8 Sekunden fahren in den Reben, bestimmt. Ich weiß, das kannst du ja mal ausprobieren. Also du nimmst die Kiste einfach irgendwann mal mit, wenn du Bock hast, und machst es dann selber. Wenn es mal nicht regnet? Ja. Weil das wird das Problem sein, der wird wahrscheinlich
jeden Gang die gleiche Leistung haben, weil da, hier ist noch ein Originalsteuergerät drin. Ja, also wir fahren hier eine ganz normale Bosch Motronic, also die 7910 aus der Euro 5. Und ich kann hier den ersten, zweiten Gang nicht so limitieren, gangselektiv limitieren. Das würde jetzt bei einer frei programmierbaren wäre das möglich. Hier ist das nicht möglich. Du hast die Leistung hier anliegen. Ja, und dann glaube ich dir auch, dass das so fährt, weil ich habe bei mir, ich glaube, im ersten Gang alles weggenommen, was ging, sogar noch eine weichere Druckdose eingebaut, dass wir noch weniger Ladedruck machen können. Mhm. Klar, das wird hier natürlich einfach durchspulen, bis der Arzt kommt. Ne? Genau da liegt eigentlich auch der signifikante Unterschied, warum ich der Meinung bin, dass dein Auto auch intelligenter oder sicherer ist. Ich habe hier, wenn ich 425 Newtonmeter einfach im ersten Gang aufs Getriebe gebe, dann kriegt er komplett in die Fresse. Wir haben bei Aris 000, habe ich innerhalb von, ich habe es mir aufgeschrieben, weniger als 51 Kilometer haben wir viel Getriebe kaputt gemacht. Ich habe schon ein Abo abgeschlossen, ich kann so eine App runterladen, so einfach mal ein Getriebe für den Abarth, so einfach nee, Amazon, kaufen. Bei Amazon Prime kannst du da auch regelmäßig schicken lassen. Nee, da gibt es bestimmt so Amazon Warehouse Deals, ich weiß nicht, jetzt kriegen wir Ärger mit Amazon, wenn du so ein gebrauchtes Getriebe einfach neu nochmal einbaust. Witzig wäre, wenn jetzt gerade zur Sekunde Amazon-Fahrer vorfahren würde und ein Paket reinbringen. Dann würde uns das endgültig keiner mehr glauben. Aber das heißt, 425 Newtonmeter ist Grenze für das Getriebe. Mehr geht nicht für die Originalgetriebe. Also wir haben den ja jetzt speziell für dich fertig gemacht, weil wir dachten, der Philipp rennt hier heute mit dem Auto einfach und zeigt den Leuten, was das Auto kann. Aber da habe ich wieder gesagt, dass ich bin immer jemand, der solche Momente genießt und ungerne verschiedene Thematiken in Videos vermischt. Natürlich könnte ich mich jetzt reinsetzen, hoch und runter fahren, ein paar Zeiten messen und so weiter. Aber ich glaube, man kann noch viel, viel, viel coolere Sachen mit dem Auto machen. Das machst du dann. So, dann bin ich nicht dabei. Genau, das machen wir ganz in Ruhe. Ich sehe zum Beispiel, als wenn ich das Auto sehe, würde ich gerne mal einen Vergleich sehen zu dem originalen Abarth. Weil selbst wenn ich mich da jetzt einsetze, die Gänge durchziehe, ein paar Zeiten messe, das ist alles fürs Auge noch nicht so krass, wie wenn man tatsächlich daneben mal einen normalen Abarth fährt. Weil das müssen ja Quantensprünge dazwischen sein. Wenn du jetzt mit 160 PS beschleunigst oder mit 400 bzw. 360. Jetzt nicht aus dem Stand raus, sondern auch, irgendwie... Auch da, die 360, die hast du irgendwo bei einer hohen Drehzahl. Faktisch, was du an diesem Produkt und auch an deinem Fahrzeug tatsächlich wirklich wahrnimmst, ist 3.500, 4.000 mit dem großen Lader, da drückt's. Und es drückt dann plötzlich schlagartig so schnell, dass du einfach mit dem Schalten nicht mehr hinterherkommst. Und du hast dann einfach drei Situationen. Die Situation 1 ist, du musst auf den Drehzahlbegrenzer achten. Der hat glücklicherweise ja auch noch einen. Du musst den richtigen Schaltzeitpunkt finden. Du musst dich bei dieser asozialen Vorwärtsbeschleunigung aufs Lenkrad konzentrieren, weil er einfach, deiner liegt wahrscheinlich scheißstabil auf der Straße, während das Ding einfach nur, geht irgendwo hin. Und das bedeutet nicht, dass wir eine schlechte Arbeit gemacht haben. Das bedeutet halt einfach nur Straßenfahrwerk, Straßen, 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 legal, legal, legal. Und das Auto kann sicherlich viel mehr wie ein Serienabarth. Und jetzt muss ich mir einfach so selbst in die Fresse schlagen. So. Ich glaube halt ganz einfach, dass du dein Leben länger genießen kannst, wenn du einfach einen normalen, leistungsgesteigerten Abarth fährst, bis von mir aus 220, 230 PS und 360, 370 Newton. Also man sagt halt immer, ab 300 PS geht das los, dass sie so schlecht fahren ungefähr, ne? Das sagen immer die Leute. Ja. Krass. Warte kurz, eine Sache noch, weil das will ich auch noch erwähnen, weil du gerade die Zeiten gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Bevor wieder in den Kommentaren steht, wie viel ist von 0 auf 100, unser Ursprungsabarth, der 000, der wurde tatsächlich mit 5,4 Sekunden gemessen. Und dann habe ich 500 Kommentare drunter gelesen, so nach dem Motto, das ist ja voll langsam. Ja, theoretisch fährst du schon 100, nur bewegen tust du dich nicht so schnell, weil einfach deine Räder fahren 100, weil die nur über die Vorderachse angetrieben werden, bist du dann eigentlich tatsächlich 100, wenn du 100 GPS erreichst, ja gut, du sagtest ja schon im Grunde genommen, du hast ja erster, zweiter Gang reduziert, ja. Aber jetzt stell dir mal vor, ja, du, deine Vorderräder fahren 150, bist du... Ja, und du kannst nebenher eigentlich noch mit Kreide auf dem Boden ein Bild malen, weil es einfach nichts passiert. Und es ist ein Fronttriebler, es bleibt ein Fronttriebler und Fahrbarkeit muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde die Autos trotzdem geil. Ja, natürlich. Aber Eduard, sag mal, das ist jetzt komplett street legal, wie es hier steht. Ja. Das heißt, ihr habt da überall Gutachten für gemacht, Leistungssteigerung, auch so für Karosse und so, das geht alles, das ist kein Problem. Es werden sehr umfangreiche Tests gemacht, zum Beispiel gerade bei Kohlefaser ist es so, da gibt es spezielle Bruchtests, Kugeltests, die werden beschossen, dann werden sie in die Tiefkühltruhe reingetan, also von, ich glaube, minus 31 bis plus 62 Grad, Harznachweis musst du bringen und wenn du dann praktisch diesen gesamten Gutachtenprozess hast, musst du dann mit deiner Zertifizierung natürlich auch für weitere neue Produkte, musst du dann auch
nachweisen, dass du dich an deinen eigenen Produktionsabläufen hältst. Dann kommt bei unterschiedlichen Modellen, wie zum Beispiel 488, kommt Fußgängerschutz dazu. Diese Sachen müssen mit berücksichtigt werden. Falltests an dem Fahrzeug. Also es wird relativ viel gemacht. Die Art und Weise der jeweiligen Prüfungen, die ist immer relevant für das jeweilige Baujahr beziehungsweise der Klasse, in der dieses Fahrzeug geprüft werden muss. Leider Gottes hat sich auch da sehr viel negativ verändert, denn wenn du heute übertrieben gesagt eine Abgasanlage für den Golf 2 machen möchtest, du möchtest die legal haben, musst du dich mit einem Golf 2 auch einer ASIP unterlegen. Zwar gilt da nicht eine R5103. Was heißt ASIP? ASIP ist im Grunde genommen die Emissionsmessung, die unser Gesetzgeber vorschreibt, damit du eine EG-Typengenehmigung bekommst. Früher durfte ein Prüfer, da bist du halt eine DIN-Teststrecke rauf und runter gefahren, hat seine Geräuschmessung gemacht, hat sein Häkchen drum gemacht, was er von rechts, was er von links gemacht hat, viermal, was weiß ich was, und daraus wurde Mittelwert gemacht und dann wurde das eingetragen. Das geht heute nicht. Die Vorschriften, die dir jetzt in den Weg gestellt werden, um eine Abgasanlage legal zu machen, sind realitätsfremd. Punkt. Und das heißt für euch als Pogia Racing, was müsst ihr jetzt machen, damit von euch so eine handgeschweißte Abgasanlage, wo wir später noch drauf kommen, weil die werden da hinten nämlich alle gefertigt, dass die dann wirklich mit einer EG-Typengenehmigung heißt ja eintragungsfrei. Das heißt, du kriegst einen Wisch dazu, kannst direkt losfahren. Richtig. Und was bei uns tatsächlich auch in der Schweiz, weil die Schweiz unterliegt weiteren erweiterten Prüfungen und unsere Abgasanlagen sind auch in der Schweiz legal. Aber das heißt, was müsst ihr da alles machen? Also klar, ihr müsst natürlich die Geräuschwerte einhalten. Das wird wahrscheinlich schon mal ein Punkt sein. Kurz zusammengefasst, Standgeräusch, Fahrgeräusch. Wir dürfen uns niemals verschlechtern. Das ist, jetzt gibt es unterschiedliche Ansichten der EU-Direktive. Es gibt Prüfinstitute, die sagen, dass eine Abgasanlage sich gegenüber dem Fahrzeug, dem Prüffahrzeug nicht verschlechtern darf. Das bedeutet, jetzt hast du zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach Toyota Yaris, weil das ein unfassbar gutes Beispiel ist. Der Toyota Yaris hat einen Wert eingetragen, dein Auto hat aber einen niedrigeren Wert. Dann gibt es Prüfbehörden, die sagen, ja, aber dein Prüffahrzeug war jetzt 68, dann gebe ich dir mit der R5103 eine Toleranz von 1, dann darfst du nicht über 69 kommen. Der gesetzliche Grenzwert für das gleiche Fahrzeug in der Gesetzesgebung kann aber 71 bis 73 sein, je nachdem, wie häufig das Fahrzeug gebaut worden ist. Je nachdem, da gibt es ganz arg viele unterschiedliche Ansichtsweisen. So, man kann das klar definieren, aber auch das Prüfinstitut hat selbstverständlich das Interesse, die wollen sich ihre Hände reinwaschen, wir wollen nichts damit zu tun haben, wir haben eine weiße Weste, wir haben das alles richtig geprüft. Aus dem Grund sagt natürlich auch, die sagen dann, nö, also bei uns, wenn du bei uns so eine Abgasanlage abgenommen haben möchtest und du bringst uns so ein Yaris daher und du bist ein Dezibel, du bist 0,1 Dezibel lauter, sagen wir sind ja raus, ist uns passiert. Wir haben so lange an der Toyota Yaris Abgasanlage entwickelt, Performance, Hitzeentwicklung, Abgasgegendruck, Lautstärke im geschlossenen Zustand, dass es so teuer wurde, dass man sich das nicht vorstellen kann. Und es war immer so, oh, da, die Messung, ungültig. Das heißt, der eigentliche Sportauspuff hat eigentlich gar keine Bedeutung mehr, weil er ist ja definitiv nicht lauter als der Serienauspuff. Zumindest in den Bereichen, wo gemessen wird. Und genau da ist eigentlich der Knackpunkt. Derjenige, der sich heute so einen Auspuff kauft, der sagt, warum soll ich mir eine Klappenabgasanlage kaufen, wenn der Pogia die ja noch leiser baut? Ja, wir geben dir die Möglichkeiten, in den gesetzlichen Bereichen, wo du leise sein musst, kannst du viel leiser sein. Hast du zum Beispiel jetzt eine Fahrdynamiksteuerung, wie zum Beispiel bei Mercedes hast du Comfort Sport Sport Plus, dann kannst du hier natürlich auch ASIP-konform deine Fahrprogramme halten. So wie zum Beispiel, also ich nehme jetzt die Alfa Romeo Giulia als bestes Beispiel. Die Giulia bei uns öffnet die gesetzlich erlaubten Bereiche nur im Dynamic-Modus. Und im Natural- und im All-Weather-Modus, also du hast DNA, D ist das, was du darfst, das ist laut. Und N und A ist dann super leise. Du kannst dann einfach 1000 Kilometer reisen, hast kein Geschepper, hast halt einfach wirklich leise. Aber die Richtlinie, wann eine Klappe auf- und zugehen darf, ist für alle Autos gleich? Nein, auch das ist nicht gleich, denn das richtet sich auch natürlich nach den entsprechenden Richtlinien der ASEP. Es gibt zum Beispiel Prüfverfahren nach R5102, 03, dann gibt es 03, erster Fassung, zweiter Fassung und so weiter. Und das ist genau das und das möchte ich allen mal sagen. Ihr könnt eine Giulia Quadrifoglio mit werkseitiger Klappensteuerung, bekommt ihr das Auto von 6.2020, stellt das hin. Und dann kriegt ihr das exakt genau gleiche Autos von einem Monat später, 7.2020. Das eine unterliegt der R5102, das andere unterliegt der R5103. Unterschied kann man auch in der Software sehen.
Dynamic-Modus schaltet einfach weitestgehend die Klappe, weil die Giulia Quadrifoglio hat eine Stellung 0, eine Stellung 1 und eine Stellung 2. Das bedeutet, du hast einmal zu, einmal halb, einmal ganz offen. Und du hast beide identische Fahrzeuge, fährst beides Mal auf der Autobahn und die dürfen völlig unterschiedlich agieren. Die eine Giulia ist im Race-Modus vollständig offen und darf richtig Randale machen, während dein Nachbar mit der neueren Giulia, bei dem geht im Race-Modus schon wieder in allen möglichen Bereichen die Klappe zu. Und jetzt soll mir irgendein Behördenmensch von irgendeiner sonst irgendwas erklären, wenn zwei völlig identische Autos nebeneinander fahren, aus welchem Grund muss einer so unfassbar arg viel leiser sein? Verstehe ich nicht. So, und warum kann jetzt ein Auto, welches von 1985, 87, ja, Bestandsschutz, verstehe ich auch, aber das ist nicht konsequent. Jetzt kommt bestimmt einer, da machen wir sie jetzt alle zu. Ja, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man sagt, man hat ein Fahrzeug homologiert und das wird bis irgendwann mal hingebaut und dann hat das halt auch Bestandsschutz. Wie kann man während einer laufenden Serie sagen, ab sofort musst du aber 6 Dezibel leiser sein? Das klingt auf jeden Fall für mich nach so vielen Zahlen, Vorschriften, Regularien, dass du ja eigentlich bei dir im Betrieb da fast eine Person für brauchst, die nur das macht eigentlich, ne? Die sich nur damit auskennt, ja, und da die Ordnung hält. Ja, aber das ist halt mein Job. Und ich habe ganz arg viele Leute, auch im juristischen Bereich, die mir sehr, sehr viel helfen. Und es ist für mich, ganz ehrlich, ich habe es in einem meiner Videos erklärt, alleine schon der Unterschied zwischen einem runden und einem eckigen EG-Typengenehmigungslogo. E24 für Irland mit einem Kreis, E24 für Irland mit einem Eck. Die gehen darunter zum TÜV-Prüfer, drehen dein Video hier weiter. Der Typ hat keinen blassen Schimmer, was der Unterschied ist. So, das ist einfach, in welchem Bereich geprüft wurde und wie weit sich diese gesetzliche Auswirkung auch auf andere Länder erstreckt. Mhm. Weiß keine Sau. Mhm. Wer liest es durch? So, und jetzt genauso bei den EG-Typengenehmigungen. Du kriegst ein Blatt Papier und meistens, wenn du mit einem Prüfer eigentlich genau dich darüber unterhältst, der hat eigentlich keinen blassen Schimmer, was er da wirklich liest. Der kriegt das sicherlich mal in seiner Schulung mit, was das eigentlich bedeutet, damit er das als gut oder als schlecht empfinden kann. Und das war's. So, und ob das jetzt legal oder nicht legal ist, das müssen wir als Hersteller, dafür müssen wir gerade stehen und deshalb sind wir verifiziert. So, jetzt gucke ich die ganze Zeit auf diesen Aber drauf. Wir müssen nur einmal unter die Augen gucken. Und eine Sache, die mich auch interessiert, Jürgen, du kennst dich da aus. Diese Scheinwerfer. Die sind geil, gell? Das ist LED, ne? Nö. Das Halogen, so richtig. Oder Halogen sogar, ne? Ja, ja. Weil das ist noch was, wo ich vielleicht ein paar Kilo sparen kann. Da wurde mir damals nämlich in den Kommentaren geschrieben, ich habe nämlich die erste Generation Xenon drin und die soll leichter sein. Weißt du, ob ich die einfach so, die werden bestimmt anders belegt sein, ne? Nee, die sind nicht anders belegt. Du hast die normale Stromzufuhr. Das Einzige, was bei dir ist ja das Tacho, glaube ich, ohnehin rausgeflogen. Ja, also du hast normalerweise könnte es sein, dass du halt aufgrund der Leuchtweitenkontrolle, also praktisch der Leucht, wie heißt das Ding? Leuchtweitenregulierung? Nein, Leuchtmittelkontrolle. Mhm. Wenn du jetzt von Xenon auf Halogen umschalten würdest, dann würde da vorne wahrscheinlich so Birne kaputt oder so. Ob die jetzt schwerer sind oder ob. Weil halt das Steuergerät runterfällt. Ich habe halt noch das Xenon-Steuergerät links, rechts und das soll halt ein bisschen was wiegen. Naja, dann könntest du aber auch die Birne rausnehmen und gegen LED tauschen, dann siehst du wenigstens gescheit. Das geht? Ja, es gibt LED für H4, H1, alles. Ist ein bisschen teuer, kostet so 90 Euro. Aber auch legal mit E-Prüfzeichen? Kann doch dir wurscht sein. Stimmt, hast du auch recht. Ja, damals sollte es ja noch ein Straßenauto sein. Ja. Die gibt es auch legal für Leute, die einen älteren Abarth haben oder ein anderes altes Auto. Und da kannst du einfach, du nimmst die Birne raus, tust die H-Birne rein, zack, und da gibt es so eine Typengenehmigungsliste, wo die Fahrzeuge gibt. Jetzt machen wir eine Schraube hier auf. Machen wir hier auf. Und so ein Auto, oh, wie schwer so eine Tür aufgeht. Habe ich schon gar nicht mehr im Gefühl. Die kommen auch bei euch mit Garantie. Also, ihr gebt auf diesen 400 PS-Step auch Garantie drauf. Ja, der wurde das Auto bei uns bestellt. Der hat logischerweise seine gesetzliche Gewährleistung, aber grundsätzlich ist, also uns ist noch nie was kaputt gegangen. Es geht halt ganz einfach darum, sobald das Fahrzeug in Anführungszeichen von einem Besitzer zum nächsten Besitzer gewechselt, sind wir aus der Nummer raus. So. Ich habe dann einfach keine Verbindung mehr zu dem neuen Eigentümer. Wir haben auch ganz, ganz viele Turbo-Umbauten gebaut und dann hieß es 8 Jahre später, ja, dann wusste ich nicht mal mehr, welches Auto es ist. Hier seht ihr den größten Unterschied. Hier ist halt nochmal turboladermäßig schon, das ist nochmal deutlich größer als bei mir. Und auch nicht ein Gusskrümmer, sondern richtig von euch einen gebauten Schlussaufladungskrümmer. Thermointegralisolierung. Volles Programm. Wo liegt so ein Umbau bei euch? Den bauen wir gar nicht mehr. Gibt's keine? Doch, also wir bauen, da ist ARES Nummer 3, der geht in die USA. Ich würde
einfach aus, das habe ich auch in einem meiner Videos erklärt, aus wirtschaftlichen Gründen ist es einfach eine Katastrophe. Es ist zu viel logistische Struktur, das weißt du selber, du brauchst irgendeine Kleinigkeit und fängst 50 Firmen an zu fragen. Also hier damals war unser Einstiegspreis, wenn jemand den Abarth zu uns gebracht hätte und auf Lackierung und Interieur verzichtet hat, haben wir bei 88.000 Euro angefangen. Das ist dann schon White Body in Carbon, allerdings nicht lackiert. Doch, das war schon in Carbon. Also in diesen 88.000 Euro war einfach der große Umbau. Alles in Kohlefaser, nur nicht Farbänderung oder Komplettlackierung. Komplettlackierung, okay. Also die Komplettlackierung fiel raus. Das ist Kevlar. Aber sind die baut ihr die Sachen selber? Ist das made in Germany? Oder ist das bei Alles ist made in Germany. Also unsere Fertigungen sind in Kulmbach und in Germersheim. Und wir arbeiten da einfach mit dem Rainer Hoffmann von ZCK zusammen oder mit dem Marco Kasper von Faserschmiede. Die sind unfassbar gute Leute, die sehr, sehr tolle Arbeit machen, die einen hervorragenden Job haben. Schaut euch einfach zum Beispiel bei Faserschmiede mal einfach die Internetseite an, was die noch so alles produzieren. Und unsere neue Jahreshaube kommt auch von Faserschmiede. Nee, weil das unfassbar passgenau aus. Da hat Eduard leider keinerlei Vergleich und ich möchte mich auch sämtlichen Kommentaren, was meine... Nein, aber man muss ja bei Carbon-Teilen einfach immer sagen, es gibt Carbon und es gibt Carbon. Das ist einfach so. Ja, aber die Leute werden jetzt denken, dass du jetzt das nur sagen musst wegen mir oder so. Nein, ich bin da immer... Geh hier mit der Kamera auf Detailaufnahme. Ich bin da immer ehrlich und auch jeder, der mein Auto gesehen hat, die Sachen, die ich halt dran habe, die sind halt auch preisgünstig gewesen. Das sind so die Einschätzungen. Ja, aber die Leute sagen dir nicht, dass Kacke aussieht. So, und es gibt halt einfach... Ne, deswegen bin ich ja so ein großer Fan von Artium Baltic Carbon, der mir für die Limo die ganze Sache baute. Da passt wirklich jedes das Teil ist auch Killer, das auf 100. Millimeter. Candy, das ist wirklich... Das ist wirklich... Großartig. Du nimmst das Teil aus dem Karton wie einen originalen Kothügel und der passt sogar besser als der original Kothügelgefühl. Ne? Das ist also wirklich klack dran und so weiter. Ja. Ne? Und da ist es halt schon so, jetzt habe ich den Fehler bei mir gemacht, da ich diese Carbon-Qualität gewohnt war, habe ich natürlich alle Teile nicht probe montiert und nochmal alle Kanten geschliffen. Natürlich hätte man nochmal automatisch Spaltmaße. Okay, ja, weiter im Text. Was habt ihr hier noch so prüfen? Angestellt für uns, das habe ich vorhin eben auch gesagt, zählt primär die Optik, dass du jetzt natürlich bei diesem Bauteil, was waren das, 1,9 Kilo, 1,8 Kilogramm hast, ist natürlich, glaube ich, aus meiner Sicht heraus bloß ein Bruchteil von dem, was du an der Originalfrontschürze hast.